Gut, also Fokus heute auf das Thema Honorarmodelle in der BAV. Ausklammern möchte ich gleich mal die Modelle, wo jemand zum Unternehmen geht und sagt, dass 3000 Mitarbeiter, habe schon mit dem Betriebsrat abgesprochen, wir kriegen für jede Beratung 150 Euro, da draußen stehen meine 10 Leute, wir machen das im Dreischichtbetrieb bei euch. Sorry. Diese Herrschaften brauchen meine Unterstützung nicht, die wissen, wie das geht, die wissen, wie man das verkauft, die wissen, wie man das platziert, die machen das einfach. Ich will mich schwerpunktmäßig mal mit dem Bereich beschäftigen, wo ich sage, ja, wie ist es denn jetzt bei der einfachen Liesel Müller? Wie ist es denn bei dem Berater, der sagt, ja, also 3000, ich habe mal 30 Mann Betrieb und das ist auch schön, ja, da gelten aber andere Spielregeln, ja, da fließen andere Gelder. Und das mag sich ja rechnen, bei 3000 Leuten 150 Euro pro Beratungsgespräch, tak, tak, tak. Ja. Also bei einem 30-Mann-Betrieb, da brauche ich andere Beträge und der Chef, der zahlt mir das nicht, ja, weil er sagt, sorry, ich stelle die BAV zur Verfügung, aber ich lege dann eben noch 500.000 oder sogar 2000 Euro pro Mitarbeiter auf den Tisch. Und der Arbeitnehmer, wenn ich dann zu dem Mann sage, so, jetzt sind wir so weit, kostet 3000 Euro, der kippt ja auch vom Stuhl. Also, ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Thema, wie kann ich denn das im einfachen Bereich, im Tagesgeschäft, in dem Bereich, wo sehr viele Vermittler sich hintrauen, nicht nur die knallharten BAV-Spezialisten, die die Großbetriebe beraten. Das ist also der Fokus heute und deswegen will ich Ihnen einfach mal zeigen, wie wir solche Sachen entwickelt haben. Das kommt immer aus der Situation heraus, dass mich jemand anspricht, wie mache ich denn das jetzt? Und ich habe mich vor 3 Jahren, vor 5 Jahren mit vielen Dingen noch nicht beschäftigt, mit denen ich mich heute beschäftige, seit ich mich ausschließlich auf diesen Bereich konzentriere und die Deutsche Verrechnungsstelle, habe ich mehr über Honorarmodelle gelernt, als ich in den 20 Jahren davor gelernt habe. Weil da habe ich immer nur meinen Fokus gehabt und immer nur meinen Stiefel und immer nur das gemacht, was ich eh schon gekonnt habe. Und das habe ich ein bisschen modifiziert. Für die, die ich noch nicht kenne, ich bin 47 Jahre jung, verheiratet, ich habe eine Lehre als Versicherungskaufmann gemacht, dann ein Fachwirt, habe dann irgendwann den Betriebswirt draufgesetzt, weil ich gemerkt habe, die Versicherer galoppieren mir davon. Ja, mein Unternehmen wächst und ich muss ein bisschen nachladen. Ich habe 20 Jahre ein Maklerunternehmen geleitet, das habe ich nämlich direkt nach meiner Lehre gegründet. Und 2004 habe ich eine Zulassung als Versicherungsberater erhalten. Seither wird das Maklerunternehmen ausschließlich von meinem Bruder geführt und ich bin nur in strategischen Fragen überhaupt noch eingebunden. Und seit 2007 bin ich Vorstand der Deutschen Verrechnungsstelle, zur Verrechnungsstelle selbst. Es gibt immer wieder Leute, die glauben, wir wären Moskau Inkasso. Ja, also, sorry, das sind wir nicht. Ja, also die harten Inkassofälle, die liegen in der dritten Nachkommastelle im Profilbereich. Ja, also das existiert eigentlich gar nicht. Erstaunlich. Weil in Deutschland ist ja kein Verbraucherbereich nur noch zu bezahlen. Ja. Über 80% der Rechnungen, die wir verschicken, gehen in Privathaushalte. Der Wohlfelder zum Beispiel ist ein Kunde der Deutschen Verrechnungsstelle. Und was wir eigentlich tun, ist nichts anderes als eine ausgelagerte Buchhaltung zu sein. Ja? Für den einen verschicken wir Honorarrechnungen, für den anderen Makler machen wir mittlerweile sein ganzes Inkasso. Weil der irgendwann mal nachgerechnet hat und sagt, ey, das kann ich ja günstiger von der Verrechnungsstelle abwickeln lassen, als ich das selber kriege. Ganz banal, wenn Sie heute Lastschriften selber machen bei der Bank, zahlen Sie je nach Bank zwischen 20 und 27 Cent pro Operation. Ja? Bei entsprechender Stückzahl wickele ich Ihnen das ab für 16 Cent. Nur die Bank macht Ihnen keine Inkassokontrolle und tut Ihnen nichts nachkontrollieren, das und das und das. Ja? Und automatisch mahnen. Und die Rücklastschriftgebühren gleich dem Kunden in Rechnung stellen. Das macht Ihr Bank nicht. Das ist bei uns alles mit dir. Also, unser Unternehmen ist eigentlich aus der Überlegung heraus entstanden, wenn mehr Makler auf Honorarbasis tätig sein wollen, dann müssen die irgendwann auch mehr Rechnungen schreiben. Und da fehlt es dann häufig am Personal, an den Arbeitsprozessen,
Und die meisten Ihrer Kollegen, sage ich Ihnen ganz offen, die kennen noch nicht einmal die fiskalischen oder formalrechtlichen Anforderungen an die Rechnung. Ja, da wird so mancher Kunde seine Überraschung erleben, wenn er dann den Aufwand steuerlich geltend machen will. Ja, ist auch normal, weil wenn ich mich nie damit beschäftigt habe, woher soll ich denn alles wissen? Ich weiß doch auch nicht alles einfach so. Ich lerne nach von Ihnen und so weiter. Gut, also wir haben uns überlegt, damals, warum gibt es denn keine ärztliche Verrechnungsstelle für Versicherungsmakler? Die ärztlichen Verrechnungsstellen sind ja auch deshalb da, weil die Ärzte nicht rechnen können, sondern weil sie rechnen. Weil die nämlich sagen, das ist alles viel schneller, einfacher, günstiger über die Verrechnungsstelle, als wenn meine Frau Schmidt sich da dauernd rumkriegt. Ja. So, also das ist der Hintergrund, warum die Verrechnungsstelle überhaupt geschaffen wurde. Und da sind wir jetzt schon bei dem, was ich gerade gesagt habe. Das Zitat ist von Henry Ford. Hier sind meine beiden Honorarspezialisten natürlich. Die mag ich seit meiner Kindheit total gern. Denen fällt immer was ein. Und ja, wer einfach immer nur das tut, was er immer schon konnte, bleibt immer nur das, was er immer schon war. Finde ich gut. Habe ich im Übrigen geklaut von irgendeinem Kollegen von Ihnen, der hat es hinten auf seiner Visitenkarte stehen. Fand ich toll, hat gesagt. Fällt mir?